Du wirst nicht erraten, mit wem ich letztes Wochenende abhing. Wem? Kourtney Kardashian. Ja, klar. Nein, im Ernst. Hier, schau selbst. Was? Das ist ja krass. Wir sind jetzt beste Freunde, weißt du? Ich könnte dich ihr vorstellen, du musst nur ein bisschen mit mir abhängen. Und nicht mit Adam dieses Wochenende. Meinst du, es würde ihm gefallen, wenn ich mit einem anderen meine Zeit verbringe? Hey, Babe. Was geht? Yo, Adam. Christian hat da ein Foto. Es zeigt ihn zusammen mit Kourtney Kardashian letztes Wochenende. Ja. Yeah. Photoshop! Entschuldigung. Ja. Yeah. Gesundheit. Wie auch immer. Können wir kurz sprechen? Ja. Allein? Ja, natürlich. Wir sehen uns später, okay? Bis dann. Du musst nicht so schroff zu ihm sein, weißt du? Warum sollte ich nett sein? Die ganze Schule weiß, dass er auf dich steht. Er bellt den falschen Baum an. Ach, Direktor McKenzie. Oh, hat's auf mich abgesehen, seit ich ihn geprankt habe letztes Mal. Er versteht keinen Spaß. Und er hat seine Hasskappe aufgesetzt. Adam! In mein Büro! Jetzt! In Ihr Büro? Warum? Ich hab Geschichte jetzt. Du weißt genau, warum! Was wollen Sie denn? Er hat nichts gemacht, wenn Sie das denken. Da ihr beide so unzertrennlich seid, kommt mit. Wir finden es heraus. Sie bellen den falschen Baum an, Mr. McKenzie. Ich mache keine Pranks mehr. Bin in Rente. Ach, wirklich? Das werden wir sehen. In mein Büro! Ich kenne Adam gut genug, um zu wissen, dass er sowas nie im Leben tun würde. Das ist ein Irrtum. Nein, kein Irrtum. Ich habe hier alle Beweise. Ach, kommen Sie. Das war ich auf keinen Fall. Das ist viel zu verpixelt, um was zu erkennen. Das beweist gar nichts. Das denkt ihr vielleicht. Francis? Tun Sie mir einen Gefallen. Holen Sie William aus der Klasse. Ich brauche ihn hier. Ja, Mr. McKenzie. Wie wissen wir, dass das nur Adam sein kann? Weil diesmal Ihr guter Freund hier beschlossen hat, mir die Sache reinzureiben. Hallo, Direktor McKenzie. So eine Schande, was mit Ihrem neuen Auto geschehen ist. Aber das kommt davon. Wenn Sie sich mit mir anlegen, bellen Sie den falschen Baum an. Das bin ich nicht. Vielleicht klingt das wie Adam, aber das könnte jeder gewesen sein. Julia, wie viele Leute auf dieser Schule benutzen die Wendung, den falschen Baum anbellen? Und es gibt mehr. Unser Hausmeister hat mir das hier geschickt. Das ist von einer der Kameras. Jemand ist nachts eingebrochen und hat den Lösungskey des Geschichtslehrers gestohlen. Diesmal bist du zu weit gegangen. Und dafür wirst du bezahlen. Ich schwöre, dass ich das nicht war. Ich sprach mit deinem Geschichtslehrer. Er sagt, dass deine Leistungen auf der Kippe stehen. Das wäre dann dein Motiv. Und ich habe die Beweise. Auf dem unscharfen Video könnte... William ist hier. Danke. Ihr zwei wartet hier. Wer ist William? Er ist in meiner Klasse, der Nerd mit der Brille. Oh, der ist immer so nett zu mir. Was hat er mit der Sache zu tun? Danke, Francis. Warum seid ihr nicht im Unterricht? Bewegt euch gefälligst. Soll ich wieder was in PDF konvertieren? Eigentlich brauche ich deine Hilfe wegen einer anderen Angelegenheit. Und du bist der Einzige, der weiß, wie man das macht. Okay, für was brauchen Sie Hilfe? Ich brauche dich für einen Beweis, der zweifelsfrei ist. Kannst du mir helfen, einen Schüler zu identifizieren, wenn ich dir einige Audios und Videos gebe? Kann's versuchen. Wenn Sie mir die Dateien geben wollen. Exzellent. Komm mit. Hey Adam. Hey Julia. Was macht er hier? Er untersucht die Beweise, um zu untermauern, dass du der Typ an meinem Auto bist und den Lösungskey des Geschichtslehrers hast. Hast du noch irgendwelche Fragen? Hier sind alle Audio- und Videodaten drauf. Gleich sie mit denen von Adam ab. Ich brauche erst das Audio. Kannst du irgendetwas sagen?
Was soll ich denn sagen? Danke. Ich bin im Computerzimmer. Geben Sie mir 15 Minuten. Das ist verrückt. Adam hat doch gesagt, er war's nicht. Ich schwöre, ich war's nicht. Das finden wir schon raus. Angel, Nick, mach deinen Spaziergang, Jungs. Ich muss hier was erledigen, danke. Nick, kannst du die Tür zumachen? Danke. Gibt's schon etwas, William? Ja, Sir. Ich konnte die Voicemail, die sie mir gaben, mit dem Audio abgleichen, die wir mit Adam gemacht haben. Das ist die Voicemail. Aber sie bellen den falschen Baum an. Und das ist das Audio, das wir eben mit Adam aufgenommen haben. Was soll ich sagen? Jetzt muss ich nur dieses Programm starten und dann... Was? Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht stimmen. Woher weißt du, dass das Adam ist? Naja, dafür benutze ich eine KI, die verpixelte Videos scharf stellt und... Das ist die Security-Kamera der Geschichtsklasse. Aber ich bin da nicht zu erkennen. Kannst du da reinzoomen? Ja, klar. Bitte da stoppen. Das ist Adams Jacke. Ich kenne keinen, der sonst diese dämliche Jacke trägt. Aber was ist mit meinem Gesicht? Wie können Sie wissen, dass ich das bin? Hier beim Video mit dem beschmierten Auto von Mr. McKenzie kann man Folgendes erkennen. Was? Adam! Wie kann das... Wer ist das? Okay, das war's, Leute. Mehr brauche ich nicht zu sehen. William, danke schön. Du kannst zurück in die Klasse. Du auch, Julia. Okay, und Mr. McKenzie... Oh mein Gott. Adam, du kommst mit mir. Wir rufen deine Eltern an. Das bin nicht ich. Ich weiß nicht, wer Mr. das ist, aber ich nicht. Ich wollte nur... Du kannst gehen. Was geht, Julia? Ich hab das mit Adam gehört. Tut mir echt leid. Ja, ich kann es immer noch nicht fassen. Ja, das kann ich mir denken. Kann ich dich irgendwie aufheitern, hm? Ich bin irgendwie nicht in Stimmung. Ach, komm schon. Du wirst es lieben. Du ahnst nicht, mit wem ich abhänge. Gibt's jetzt wieder so ein Photoshop-Bild? Nein, diesmal kein Foto. Es ist ein ganzes Video. Check das mal. Was? Wie kannst du mit Travis Barker abhängen? Courtney hat uns bekannt gemacht und ich sage dir was, er mag mich. Und er will mir das Schlagzeugspielen beibringen. Jetzt, wo mit Adam Schluss ist, kannst du ja mal mitkommen. Was meinst du mit Adam Schluss ist? Willst du wirklich mit einem Kriminellen zusammen sein? Adam ist nicht kriminell. Also, ich habe gehört, das hat mir ein Vögelchen gesungen, dass er Jugendarrest bekommt. So jemand sollte man nicht daten. Du verdienst einen netten Typen. Jemand wie... Na, wie ich? Danke für das Angebot. Aber ich muss erst mal damit klarkommen. Gut, dann nehme ich an, dass du nicht mit mir zu Darmans Party gehst. Darman kennst du auch? Ja, klar kenne ich den. Überleg es dir. Du weißt ja, wo du mich finden kannst. Hey, Julia. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir leid tut, das mit Adam. Ich hab nur getan, was McKenzie mir aufgetragen hat. Ja, das verstehe ich schon. Mach dir keinen Kopf. Ich meine, es ist trotzdem blöd, wenn du jemanden zum Reden brauchst. Ich bin da für dich. Danke. Ich glaube einfach nicht, dass Adam sowas tun würde. Also... Nach dem, was Mr. McKenzie uns gestern gesagt hat, ist es hart, noch an Adams Unschuld zu glauben, oder? Adam muss endlich lernen, dass alles, was wir tun, Konsequenzen hat. Das mit den Videos ist mir suspekt. Ich bin mir nicht sicher. Das wirkt so surreal. Hör mal, eigentlich darf ich dir das nicht zeigen. Aber ich habe das ganze Material gesehen. Es war 100% Adam. Wie bist du da dran gekommen? Mr. McKenzie hat es mir gegeben, weil er dachte, dass das Material vor Adam in der Schule nicht sicher ist. Kann ich sie haben?
Ich treffe mich mit ihm nach der Schule. Er will mich bestimmt überzeugen, dass er es nicht war, also... Ich darf das eigentlich nicht. Wenn Sie verloren gehen, Mr. McKenzie findet es heraus. Er wird mich umbringen. Ich gebe es dir zurück. Komm schon, bitte. Hör mal, wenn Adam wirklich ein Bad Guy ist, muss ich das doch wissen. Okay. Ich bin so froh, dich zu sehen. Was ist los? Keine Umarmung? Du würdest mich nicht anlügen, oder? Was? Natürlich nicht. Glaubst du das echt? Sag mir die Wahrheit. Warst du es oder nicht? Hast du McKenzies Auto beschmiert? Ich war es nicht. Dann erklär mir das hier. Von wem hast du das? William hat mir den USB-Stick geliehen. Das ist perfekt. Perfekt? Wovon redest du? Bitte schick mir das. Ich habe mich erkundigt. Ich will dir was zeigen. Es ist die Antwort, auf was wir suchen. Schau dir das Video an. Der Typ sieht doch aus wie Tom Cruise, oder? Das ist Tom Cruise. Nein, ist er nicht. Schau. Du machst doch Witze, oder? Das nennt sich Deepfake. Das ist genauso wie bei den Videos von mir im Auto. Jemand hat einfach das Gesicht ausgetauscht. Aber ich weiß nicht, wer. Oh mein Gott. Ich weiß, wer das war. Echt? Wer? Kann ich behilflich sein? Nein, ich schaue mich nur um. Cool. Bei Fragen einfach Bescheid sagen. Hey, hey, hey. Sicher, dass er hier arbeitet? Ja, absolut. Er ist oft hier. Da ist er. Hey, Julia. Adam? Warum hast du das gemacht? Was? Na, mich reingelegt. Was? Wie? Du hast ein Video von dir gemacht, als du McKenzies Auto beschmiert hast und dann mit Deepfake das Gesicht von Adam drauf montiert. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr beide sprecht. Warum sollte ich das tun? Weil du scharf auf Julia bist und ich im Weg bin. Wir kennen ja deine Montagen. Also diese Videos mit dir und Kourtney Kardashian und Travis Barker. Und ich bin auch noch drauf reingefallen. Das werden wir alles McKenzie erzählen. Wow, Moment, Leute. Man könnte sagen, vielleicht habe ich ein bisschen getrickst, aber kommt schon. Die meisten Leute wissen doch, wie Deepfakes funktionieren. Jetzt gib's schon zu, das warst du. Jetzt hört mal, das war alles nicht von mir. Du hast dieselbe Jacke getragen. Du hast dich in die Schule geschlichen, Freitagnacht. Am letzten Freitag? Das kann schon mal nicht sein. Ich war nicht mal in der Schule. Ich habe hier gejobbt. Ach, wirklich? Ja. Beweis es. Ricky? Ich muss dich was fragen. Hallo, kann ich irgendwie behilflich sein? Hat Christian letzten Freitag hier gearbeitet? Sie glauben, ich bin in die Schule eingebrochen. In die Schule? Nein, er hat hier gearbeitet. Hier, ich zeige es euch. Das ist der Dienstplan. Hier, seht. Ich hab's euch gesagt. Wenn es nicht Christian war, wer dann sonst? Ich. Er trug diese Jacke? Ja. Sekunde. Was hast du vor? Die gehen nicht so gut. Ich schau mal in die Buchungsliste. Da ist Adams Einkauf. Oh mein Gott. Wer war's? Ich kann nicht glauben, dass du das warst. Und du hast die Beweise im Schließfach gelassen. Und du hast gedacht, du kämst damit durch? Unglaublich. Wie hast du das gemacht, William? Ich... Na schön, warten wir auf deine Eltern. Nein, bitte warten Sie, ich sag's. Ich habe Adams Stimme heimlich aufgenommen und meine Stimme gegen Adams ausgetauscht. Dann habe ich mir die gleiche Jacke gekauft und schlich mich dann freitags in die Schule. Und um ganz sicher zu gehen, habe ich das Video gemacht. Warum hast du das gemacht? Ja, ich meine, Adam hat dir doch gar nichts getan. Es hat gar nichts zu tun mit Adam. Es war wegen
dir, Julia. Was? Ich wollte ihn aus dem Weg haben, weil ich... weil ich dich liebe. Willkommen im Club. Okay, dann... ich schulde dir eine Entschuldigung, Adam. Ich hätte dir Glauben schenken sollen. William hat uns alle reingelegt. Ihr könnt jetzt gehen. Du nicht. Das war's noch nicht. Weißt du, William, du hättest deinen eigenen Rat befolgen sollen. Was meinst du damit? Du hast gesagt, dass alles, was wir tun, Konsequenzen für uns hat. Da hattest du recht. Ich kann's immer noch nicht glauben. William wäre die letzte Person, der ich sowas zugetraut hätte. Ich auch. Sorry nochmal, Adam, dass ich dich beschuldigt habe. Tut mir leid. Schon okay, Baby. Entschuldige. Mir hast du es auch zugetraut. Naja, also im Grunde hast du es ja auch verdient. Wieso? All die Lügen über dich, Courtney, Travis und Dar. Okay, aber das mit Damens Party heute Abend war keine ja, Lüge. Ja, na klar. Ich schwör's euch, hier, schaut doch selbst. Julia wird auf deine Fakes nicht mehr reinfallen. Vorschlag, wenn du die Wahrheit gesagt hast, kann Julia mit dir auf die Party heute Abend. Warte mal, wenn das wieder eine Lüge war, wirst du sie in Zukunft in Ruhe lassen. Okay, echt jetzt? Ja. Im Ernst? Ich zeig euch das Video, als ich ihn angerufen habe. Hey, was geht? Lass uns losfahren. Yo, da! Kann ich jemand mitnehmen? Na klar, ist cool. Na dann los. Wir sehen uns. Ich ruf dich an, Babe. Warte, ich will auch mit. Du kannst doch nicht...